Hallo Vespa-Fans, heute habe ich eine Karosse Vespa GS3 Augsburg für euch im Angebot, im Verkauf. Vespa Augsburg GmbH Vespa 150 GS3 VD 2TS 35174. Jo, Vespa Karosse ohne Motor, also wie gesagt nur die Karosse vorhanden, plus Lenker. Konnte ich jetzt auch keine Ausbrüche feststellen, dass da irgendwas ausgerissen ist. Das scheint auch alles okay zu sein. Auch hier vorne, hier ebenso. Lenksäule ist dabei und Schutzblech vorne. Sowie ein Tank und eine Seitenhaube ohne Deckel. Können wir ja mal reinschauen in den Tank. Der ist auch okay, würde ich sagen, aber halt auch überholungsbedürftig. Muss halt auch von innen ordentlich gereinigt werden. So, vom Rahmen her macht die Karosse einen guten. Kann man jetzt hier hinten rum keine Unfallschäden erkennen. Durchrostung habe ich auch nichts gefunden. Trittbrett ist auch okay. Bullen und Dellen muss man finden, ein paar. Das ist auch vernünftig vom Rahmen her. Gehen wir mal hier rein. Auch super. Hier können wir auch mal reinfilmen. Das passt auch. Das ist eine gute Basis. Dann machen wir mal hier auf der Seite weiter mit dem Rahmen. So muss das sein. Keine Beulen, Unfallschäden zu erkennen. Das passt auch. Trittbrett ebenso. Keine Durchrostung feststellen können. Jetzt, ich habe die jetzt nur mal so ein bisschen abgewaschen, damit man was erkennt. Jo, passt. So, jetzt haben wir es auf die Seite. Von unten passt es auch. Sieht auch gut aus. Keine Durchrostung oder so. Auch guter Zustand. Keine Traverse hier, Quertraverse irgendwie durchgegammelt oder eingerissen. So wie es sein muss. Das Einzige ist, hier hat sich ein bisschen eingearbeitet ins Blech. Durch den Ständer. Das ist alles auch die Aufnahme hier vom Motor. Die sind auch alle okay. Im Innenbereich jede Menge Verschmutzung, aber auch keinerlei Durchrostungen. Wirklich eine gute Basis. Das passt auch von unten. Ja, was ich jetzt auch mit anbieten kann, ist, wenn die jemand mit einer Spedition abholen lassen möchte, habe ich extra schon mal ein Rad vorne noch montiert. Und dieses Brett hier hinten, das werde ich dann auch noch von innen mit Winkeln versehen, sodass die dann halt rollbar ist, ne? Und die Spedition denn die Karosse dann entsprechend mitnehmen kann. Das mache ich aber nur, wenn es erforderlich ist. Und die Seitenbacke mache ich hier wieder drauf, in den Tank rein. Und dann ist die auch transportfähig. Ja, wie gesagt, Vespa Karosse GS3, Baujahr um die 1960 rum, mit einer Seitenbacke plus Tank. Mehr ist hier nicht vorhanden, ohne Papiere und so weiter. Ja, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Roller. Tschüss.